Ja, also Das ist diesen. fast ungefähr so viel Gold wie Eisen. Was, also, Ja. ja, gut, keine Ja, wir Ahnung. müssen nur hier, also was ich machen würde, ich weiß jetzt nicht, ob du das sehen kannst. Warte kurz, ich muss hier. Wie macht man das? Goods, genau. Genau. Gucken, kann man das sehen? Ja, genau. Ich habe jetzt hier so einen Bereich, den du vielleicht am Stream dann siehst. So einen hellblauen. Und dann würde ich sagen, Mit? So, ja. dass wir das Eisen in der Kohle auch zu Kohle machen, weil das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu wenig Kohle zum Beispiel. Meinst du? Ja, man braucht halt doppelt so viel Kohle wie Eisen, ne? Und Ja. lieber zu viel Kohle als zu wenig. Dann würde ich. Lass doch einfach das Granit umwandeln. Ja, das könnte man auch machen. Weil das, naja, gut, na, zumindest an dem Berg. Später kann man es ja durchaus mal gebrauchen. Granit. Ja, die, also ich versuche es so ein bisschen so zu machen, dass es überhaupt Sinn macht, also dass es, wie es Sinn macht, dass man da überhaupt halt. Also hier an dieser Stelle zum Beispiel macht es keinen Sinn, ein Eisenbergwerk zu machen, weil nur so zwei Teile Eisen drin sind. Sowas würde ich gerne vermeiden. Ja, stimmt. Ja, da kannst du das einfach dann, da kann man das dann auch einfach erstmal zu Kohle machen und dann woanders wieder Eisen hinzufügen oder so. Und hier ist auch nur eine ganz kleine Reihe an Gold an dieser Stelle. Stimmt, ja. Ne? Ja, das scheint so einfach unterbrochen zu sein durch die, durch das Granit. Ja, es ist halt auch irgendwie durch die Höhe entschieden wird das. Und hier auch so eine Reihe an Eisen. Also ich würde das dann einfach so machen, dass wir einfach so ein bisschen was überschreiben hier. Und also hier, so würde ich das. So, macht man das? Ah, so nicht. Dann mache ich hier erstmal das Eisen hier oben weg. So ein bisschen zumindest. Mach daraus Kohle. Und. Ah, da unten auch. Das Gold mache ich auch mal weg. So. Okay. Man hat ja hier da unten schon ziemlich viel Gold auch. Ja, stimmt. Na. Wird das dann eigentlich automatisch jetzt gespiegelt, wenn Ich muss das dann das gleich sofern ist? nochmal manuell spiegeln. So, dieses Stück Gold Ach da so, oben mache ich okay. auch weg und mache daraus Eisen, weil das passt da besser. So. Also den Stein können wir so lassen. Das passt sogar dann auch mit dem mit dem Stein, den man mit einem Dings abbauen kann. Das sind auch nochmal so zwei Teile Gold, die ich da wegmache. Stein. So. Und hier unten eine Reihe an Eisen, die ich dann zu Gold machen würde oder so. Weil es halt nur eine Reihe Eisen, da baut man sowas nicht hin. So. Geht hier jetzt so eine Goldader einfach so durch. Und dann hier ist eine Eisenader und da ist eine Steinader, Granitader, dann nochmal Kohle und nochmal Eisen. Ja. Okay. Aber ich glaube, wir haben immer noch zu wenig Kohle. Aber, achso, wir wollten noch ein bisschen von dem Stein wegmachen und Kohle draus machen, ne? Oder? Was meinst du? Ja, also, wobei Frage haben wir. Also, ich meine, Sieht wir können die Steine. recht danach aus, dass wir recht wenig Eisen haben, oder? Ich meine, alleine auf diesem Berg ist eigentlich schon ziemlich viel. Da kann man schon so einige Eisenbergwerke alleine auf diesem Berg drauf machen. Und das ist ja nicht unser einziger Berg, den wir machen. Und hier drinnen in Ja, ist dieser richtig. Kohleader ist auch nochmal Eisen. Also wir haben hier drei Stimmt, Eisenadern ja. alleine auf diesem Berg. Ja, okay, gut.
Ja, deswegen hätte ich jetzt gesagt, wir machen vielleicht diese eine Eisenader in dieser Kohleader nochmal zu Kohle, damit das alles voller Kohle ist. Und dann gucken wir nochmal auf die anderen. Die So, anderen. da hat mein hätte wieder zugeschlagen. Okay. Also wie gesagt, ich hätte jetzt gesagt, dass wir diese Eisenader nochmal zu Kohle machen, die in dieser Kohleader ist. Ja. Und dann gucken wir vielleicht, also ich meine, auch dieser Berg hier oben ist auch noch ziemlich groß. Also es ist, also wir haben schon ziemlich viel Ah, stimmt Rohstoffe schon. tatsächlich. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Map insgesamt ziemlich groß ist für 4 Spieler. Das heißt, ein Viertel der Map gehört einem von uns. Krass. Halt genug Platz haben für Bauernhöfe und sowas, aber. Mit Sicherheit. Also ich glaube schon. Also ich meine, da Ja, macht man gut. halt die Bäume weg. Also hier ist Ja, alles voller das Bäume ist überall. klar. Also diese Map, Ja. also ich habe scheinbar relativ viele Bäume hier gesetzt. Also, oder ich meine, Ja, das stimmt. generieren lassen. Also das sind wirklich ziemlich viele, aber es ist egal. Dann dauert es halt ein bisschen länger, zum Gegner zu kommen, weil überall Bäume im Weg stehen. Jo. Stimmt. Gut. Ja, warte mal. Ich mache hier mal aus diesem Eisen, mache ich nochmal Kohle. So, und dann gucken wir uns nochmal die anderen Berge an. Ja, hier haben wir nochmal Stein. So. Ich meine, wir könnten auch erstmal gucken, wo wir überhaupt starten wollen, sodass man halt Bergwerke in der Nähe hat am Anfang, die überhaupt Sinn machen. Und da, hier zum Beispiel, glaube ich, macht Sinn. Oder auch hier da, wo das, wo man am Anfang genug Stein und Holz und so hat. Guck mal, diese Berge würde ich dann zum Richtig. Beispiel komplett wegmachen. Hier sind so 2 Steine und 2 Gold und nochmal 3 Steine. Also, das lohnt sich überhaupt nicht. Kann man komplett weglassen, finde ich. Einfach zu. Da oben das. Ja. Und dann, also das würde ich wegmachen und dann Ja. ist hier direkt hier, würde ich sagen, ist unser Startplatz auch. Wenn das weg ist, dann hat man hier Ja. ziemlich viel Wald, hat so, ist zwischen 2 Bergen, die jetzt nicht die allergrößten sind, aber trotzdem groß genug. Und du hast direkt Stein zum Bauen unten rechts, weißt du? Ist, glaube ich, ganz gut. Ja, stimmt. Mal machen. Ist gut dann. Warte mal, ich speichere mal. Einfach mal. Ubisoft. Oder ist hier vielleicht noch was? 2 Maps. Ah, hier sind noch meine Maps. Na egal, gut. 2 J speichern. So, jetzt muss ich hier mal. Macht man das denn am besten? Hier so Meadows ausmachen. Ah ja, genau. Kann man jetzt hier noch Ich habe mir irgendwie. gerade mal nebenbei so ein bisschen Reviews anguckt von PC Gamer. Die empfehlen ein Headset für 300 Euro. Okay. Es scheint aber auch ziemlich geil zu sein. Das hat poppable Akkus. Was für Dinge? Also es ist foppable Akkus, Poppable, dass man was halt, die ist halt das? rausnimmt Ach so, und anderes rein und dann halt. swappable. Okay. Ja. Okay. Genau. Okay, Aber ja, das ist halt. 300 fucking Euro. Sollte dann aber auch 10 Jahre Garantie haben oder sowas. Ja, genau. So eine Richtung. Sonst ist das echt doof. Kurz gucken, kann man. Bauplatzanzeige.
Genau. Die Frage, wie lange hat das? So. Achso, erlaube ersetzen. Ja. Das war ja zu Gold. Kommt hier unten noch Kohle hin. Ran. Gerade wir sind diese Startposition ist sogar zwischen drei großen Bergen. Warte, hier ist auch noch mal so ein Riesenberg. Mache ich denn hier draus? Ich habe jetzt schon zwei Berge, die Gold und Kohle haben. Hab einen Berg, der Stein, Kohle und Eisen hat. Hab einen Berg, der noch mal Eisen und Kohle hat. Jetzt noch abhängig, unabhängig von diesem großen Berg in der Mitte da quasi. Jetzt oben ist halt noch mal so ein großer Berg. Alles voller Kohle. Ich weiß jetzt nicht, welchen du genau meinst. Wenn du jetzt auf den Stream guckst, kannst du es, glaube ich, sehen. Ja, bin ich. Also da hast du halt. Oh, warte mal, hier oben ist nochmal so ein kleiner Berg. Habe jetzt einfach mal rausgezoomt. Man sieht halt da die Startposition. Ja. Oben links ist Gold und Kohle. Sogar ein bisschen zu viel Jo. Gold. Man muss ein bisschen Kohle dran machen, glaube ich. So, rechts ist Eisen und Kohle. Jo. Und Ja. unten sind Steine, Kohle und Eisen. Ist ziemlich wenig Eisen, ne? Naja, ganz bisschen Eisen, dafür ist bei dem anderen ziemlich viel Eisen. Wahrscheinlich sogar. Ja. Ja.
Genau, du hast einen Punkt.